Hallo, im letzten Video haben wir zwei Beziehungen jetzt gesehen. 1 zu N Beziehungen, das heißt, ein Master hat mehrere Sklaven, und 1 zu 1 Beziehungen, wo der Master nur ein Sklave, jeder Master nur ein Sklave hat. Jetzt kommen wir hier in diesem Video zur dritten Art von Beziehung, und das ist die M zu N Beziehung. Heißt, es gibt hier nicht mehr ein Master, ein Sklave, sondern es gibt hier in dem Fall zwei Master und ein Sklave. Das heißt, wenn ich hier auf Fahrer und Teams gehe, das heißt, in dem Fall hier hat man, jedes Team hat mehrere Fahrer, aber jeder Fahrer war nur zu einem Team zugewiesen. Das sieht man hier in dieser Tabelle. Jeder Fahrer hatte nur ein Team. Okay? Jetzt bei M zu N heißt es, dass jedes Team kann mehrere Fahrer haben, aber jeder Fahrer kann auch in mehrere Teams sein. Okay, und das ist M zu N, mehrfach zu mehrfach. Okay, jetzt, ich habe mal hier eine zweite Tabelle. Hier sieht man, jeder Fahrer ist zu einem Team zugewiesen. Ich habe jetzt hier eine zweite Tabelle aufgebaut, Fahrer 2 heißt sie. Wenn ich die aufmache, sieht man hier, da ist keine Teamzuweisung mehr drin. Da steht nur der Fahrer und seine WM-Titel, aber es gibt keine Teamzuweisung mehr drin. Diese Fahrer-Team-Kombination ist jetzt in einer dritten Tabelle hinzugefügt, und das ist Fahrerteams hier in dem Fall. Wenn ich die aufmache, sieht man hier, Fahrer 1 ist in Team 1, und dann habe ich hier von wann bis wann. Fahrer 1 ist jetzt aber auch in Team 5, von da bis da. Fahrer 2 ist in Team 1, von da bis da. Fahrer 2 ist dann in ein zweites Team, von da bis da. Okay, und so weiter. Ja, und das sieht man hier, ich kann nicht mehr bei M zu N, geht es nicht mehr, dass ich die Fahrer zu mehreren Teams gebe. Ja, ich kann hier nicht die Fahrer, ich kann jetzt hier den da nicht zu mehreren Teams hinzufügen. Ich muss das in einer separaten Tabelle erstellen. Deswegen hier braucht man bei M zu N Beziehungen braucht man drei Tabellen. Ja, die zwei Master, in dem Fall Fahrer und Teams, aber auch eine dritte Tabelle, die dann diese zwei Masters miteinander kombiniert. Und da sieht man hier, Master 1, der Master mit dem Master, dann der Master mit dem Master, etc. Ja. Wenn man die Beziehung jetzt aufbauen will, geht man in unser Beziehungsfenster. Erstens mache ich mal hier ein bisschen Platz. Man sieht hier, man kann die Tabellen ganz locker so hin und her schieben. Ja, machen wir hier mal einen schönen Platz. So, ich brauche jetzt zwei Tabellen noch dazu. Teams habe ich ja schon. Ich brauche noch meine Tabelle Fahrer 2. Und dann gehe ich auf Tabelle anzeigen. Fahrer 2 doppel anklicken und dann diese Fahrerteams doppel anklicken und schließen. So, jetzt habe ich meine drei Tabellen. Und jetzt eine M-zu-N-Beziehung ist nichts anderes als zwei 1-zu-N-Beziehungen. Okay, das heißt, die erste 1-zu-N-Beziehung ist von Fahrer zu Fahrer. Und halt, bevor ich weiterverfahre, muss ich erst achten, dass die Felder zu sind. Ja, die waren nicht zu. Also tun wir schließen und tun wir hier die auch schließen. Okay. So, jetzt kann ich die Beziehung aufbauen. Fahrer, Nummer zu Fahrer, dann referenzielle Integrität. Und man sieht hier 1 zu N, erstellen. Das ist die erste 1 zu N Beziehung. Und jetzt kommt die zweite, genau nach demselben Schema. Allerdings jetzt von Teamnummer auf Team. Ja? So, und erstellen. So, jetzt habe ich eine M zu N Beziehung. Das heißt, ein Fahrer kann in mehreren Teams arbeiten und ein Team kann mehrere Fahrer haben. Vis-à-vis 1 zu n. Hier, ein Team kann mehrere Fahrer haben, aber jeder Fahrer ist nur zu einem Team. Ja, gehe ich wieder auf Master-Sklave. Hier haben wir zwei Master. Der Master kann mehrere Master hier haben und der Master kann mehrere Master hier haben. Kein Problem. Hier ist es anders. Ein Master hat mehrere Sklaven, aber jeder Sklave hat nur ein Master. Okay? Genauso hier ist es genau dasselbe. Der Master, in dem Fall hat der Master nur ein Sklave und der Sklave hat nur ein Master. Ja? So, jetzt bei der ganzen Sache ist immer wichtig, dass diese zwei 1 zu n Beziehungen sind genau wie die. Das heißt, beide Felder hier in deinem Master müssen Primärschlüsselfelder sein und müssen einmalige Inhalt haben. Und beide Felder hier, also diese Sklavenfelder, müssen, also Fahrer muss vom selben Datentyp und Inhalt sein wie hier, Fahrernummer. Und dieses Feld Team muss auch wieder vom selben Datentyp, Feldgröße und Feldinhalt wie Teamnummer. Ja, also das heißt, die Regeln sind immer dieselben. Und die tue ich mal jetzt kurz nochmal zusammenfassen. Also in den Master-Tabellen, diese Primärschlüsselfelder müssen immer einmaliger Inhalt haben.
und müssen immer einen Primärschlüssel haben. Sonst geht keine Beziehung. Jetzt, die Verbindungsfelder in den Sklaventabellen müssen vom selben Dateninhalt sein, vom selben Feldtyp und von derselben Feldgröße wie diese Primärschlüsselfelder in der Mastertabelle. Okay? Und wenn man Autowert hat, hier bei den Primärschlüsselfeldern, wenn man Autowert hat als Feldtyp, muss dann hier in den Sklavenfelder der Typ Zahl und dann Long Integer, okay, oder Zahl, okay? So, und da sieht man hier, wenn ich jetzt hier in Fahrerteams reingehe, tue ich wieder doppelt anklicke und gehe im Entwurf, dann sieht man hier, Fahrer ist Zahl und Long Integer, Team ist auch Zahl und Long Integer, weil die Felder, diese zwei Felder hier, sind beide Autowert Long Integer, okay? Und das heißt, eine M-zu-N-Beziehung ist nichts anderes als zwei 1-zu-N-Beziehungen zu der einen Sklaventabelle. Okay? Und das sind die drei Arten von Beziehungen, die man hat. Und man kann jetzt hier anhand von dieser M-zu-N-Beziehung kann man jetzt eine Abfrage erstellen. Gehen wir mal auf Erstellen, Abfrageentwurf. Fügen wir mal Teams, Fahrer 2 und Fahrer Teams. Okay? Man sieht hier, man kann das so schön ordnen, dann sieht man die Beziehung auch hier. Und jetzt können wir Teamname, Fahrername und dann von bis. Okay, und dann sieht man, okay, habe ich jetzt hier was Falsches gemacht. So, und wenn man jetzt hier zur Datenansicht geht, sieht man jetzt, ja, also Brabham hat Piquet von 79 bis 85, Williams hat Piquet von 86 bis 87, Brabham hat Hulme von 66 bis 67 und dann war der Hulme auch wieder bei McLaren. Wir können es ja auch ein bisschen umdrehen, vielleicht ist es dann mehr logisch, also man führt den Fahrer vorne, tun wir es mal anklicken, so, wie kann man Felder verschieben, wie gesagt, also man klickt die ganze Spalte hier an über diese kleine graue Zelle da oben und dann mit dem Pfeil rüberziehen. Jetzt ist der Fahrer vorne. Hier haben wir wieder Daten. Also man sieht jetzt, Piquet war bei Brabham von 79 bis 85 und dann war er bei Williams von 86 bis 87. Der Hulme war bei Brabham von 66 bis 67 und dann war er bei McLaren von 68 bis 74. Ich weiß nicht, ob die Datum stimmen. Es kann sein, dass was ein bisschen falsch hat. Brabham war so und so und so viel und so weiter. Und sie sieht hier zum Beispiel bei Prost, sieht man, da war sogar bei drei Teams. Also einmal war er bei McLaren von 80 bis 80, dann war er bei McLaren von 84 bis 89 und dann war er bei Ferrari von 90 bis 91. Ja, man sieht hier, jeder Fahrer kann in mehrere Teams sein und jedes Team hat dann auch mehrere Fahrer. Was vorher in dieser 1-zu-N-Beziehung nicht der Fall war, war jeder Fahrer war nur in ein Team. Ja, weil der Fahrer in dem Fall war hier der Sklave. Hier ist der Fahrer nicht mehr ein Sklave, sondern ein Master, ebenwürdig wie die Teams. Die Sklaventabelle ist dann in dem Fall diese Kombinationen Fahrer-Teams. Ja, und das sind die drei Beziehungen in Access. Ich gehe noch mal kurz zu meiner Abfrage. Wenn man jetzt mit SQL arbeiten will, dann kann man auch den Code sehen hier in der Abfrage zur Beziehung. Und das ist dann Join. Ja, man sieht hier, man sieht es hier vielleicht nicht so, hier sieht man es, Inner Join. Ja, man sieht hier die zwei Joins, weil wir hier eine M zu Beziehung haben, hat man Joins, zwei Joins. Einmal von Teams, von Fahrerteams zu Teams und einmal von Fahrerteams zu Fahrer. Ja, man sieht das hier im SQL-Code. Und so, wenn man Beziehungen mit SQL arbeiten, erstellen will, muss man dann mit Joins arbeiten. Ja, ich kann mal noch eine Abfrage erstellen, wo man eine 1-zu-N-Beziehung hatte, die unsere alte Abfrage vom letzten Video oder vom vorletzten Video. Gehe ich wieder auf Abfrageentwurf, nehme ich mal diesmal Teams und Fahrer. Das ist unsere alte 1-zu-N-Beziehung. Ich füge mal einfach nur Teamname und Fahrername. Und wenn wir uns jetzt den SQL-Code anschauen, dann sieht man hier vom Teams Inner Join Fahrer. Ja, das heißt, in dem Fall ist nur eine Verbindung da, Teams zu Fahrer. Ja, während hier hat man zwei Verbindungen, zwei 1-zu-N-Beziehungen, einmal Teams, Fahrerteams zu Teams und einmal Fahrer 2 zu Fahrerteams. Okay? Und das ist so in SQL, wie man diese Beziehungen darstellt. Aber im Grunde genommen ist das jetzt alles, was zum Thema Beziehung zu sagen ist. Und nochmal, sehr wichtig ist,
immer darauf achten, auf diese referenzielle Integrität, weil ohne die, wenn man die Haken weglässt, hat man eine einfache Verknüpfung, die keine richtige Beziehung ist. Das heißt, die Daten sind nicht, gehören nicht richtig zueinander. Okay? Und referenzielle Integrität, nochmal zum Wiederholen, heißt ganz grob, ein Master kann keine Sklaven, es kann sein, dass ein Master keine Sklaven hat. Es ist nicht erforderlich, dass jeder Master einen Sklave hat, aber es ist erforderlich, dass jeder Sklave zum Master gehört. Ja, und das haben wir hier gesehen. Hier, jeder Fahrer muss zu einem Team gehören, weil in dem Fall ist der Fahrer ein Sklave des Teams. Hier, die Privatdaten des Fahrers sind Sklave zum Fahrer selbst. Deswegen, es gibt hier keine Privatdetails zu einem Fahrer, der nicht hier existiert. Und hier, bei der M2N, es kann keine Fahrer-Team-Kombination geben, wenn wir hier den Fahrer nicht haben und hier das Team nicht haben. Ja, also das ist sehr wichtig. Also deswegen, das ist der Sinn von referenzieller Identität, dass es kann kein Sklave geben, dessen Master nicht in den Tabellen steht.